Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung, vor allem für die lange Einführung. Und das ist sozusagen, Personen sind ja interessante Zurechnungspunkte, was man so alles daran sehen kann. Man hätte auch noch anderes sehen können oder ganz anderes sehen können. Ich will zwei launige Bemerkungen vorher machen. Die eine zu dem schönen Preis, den ich bekommen habe, der heißt tatsächlich Herausragende Leistungen der öffentlichen Wirksamkeit der Soziologie. Der wurde mir verliehen auf einem Soziologenkongress, über den man öffentlich nichts erfahren hat, was den Preis... Ich weiß noch nicht genau, ob es den Preis damit sozusagen höher wertet oder abwertet. Darüber diskutiere ich noch mit mir selbst. Und das Zweite ist die Bemerkung mit dem Verfolgen. Da fällt mir ein, nur weil du paranoid bist, heißt das nicht, dass sie nicht hinter dir her sind. Also das sozusagen zu einer Theorie der Verschwörungstheorien. Also ich fange jetzt auch ernsthaft an. Die Frage, die mir gestellt wurde, ist ja, also das ist ein Buchtitel im Übrigen, über Gesellschaft der Gegenwart nachzudenken. Das heißt nicht Gegenwartsgesellschaft, sondern das reflektiert darauf, dass wenn man über Gesellschaft nachdenkt, man eigentlich immer mit sozusagen einer Temporalisierungsidee arbeiten muss. Das werde ich gleich erläutern, was das eigentlich heißt. Aber was ich jetzt mache, das sind tatsächlich ein paar Bemerkungen über Beratung. Warum lohnt es sich eigentlich für Berater, die Frage zu stellen, in welcher Gesellschaft Beratung stattfindet? Das ergibt sich ja nicht von selber, dass man sich dafür interessiert. Das ist eine komische Frage eigentlich. Und zum Zweiten werde ich dann ein paar Dinge über Gesellschaft sagen. Mit einem Ausblick, den ich jetzt noch stärker machen werde als vorher zur Digitalisierung. Ich sitze gerade an einem Buch über Digitalisierung, muss am 11. Februar fertig sein. Und habe dazu eine These, die vielleicht auch ganz gut dazu passt, und werde in einem dritten Teil ein paar Sätze über Organisationen sagen und das Verhältnis von Gesellschaft und Organisation. Das Ganze wird nicht akademisch-systematisch, sondern nicht akademisch-systematisch sein. Zunächst, warum ist das eigentlich eine interessante Fragestellung, dass man sich die Frage stellt, in was für eine Gesellschaft findet eigentlich Beratung statt? Selten ist bei Ihnen die Gesellschaft der Gegenstand und selten ist es die Legitimationsgrundlage. Also man kann nicht beraten, indem man sagt, das braucht die Gesellschaft, oder man kann auch nicht beraten, indem man sagt, ich berate, Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet, ich berate die Gesellschaft. Ja, also das funktioniert so nicht, sondern das ist eine akademische Fragestellung, die zunächst mal weit von ihrer Perspektive weg ist. Aber wenn man Beratung mal jenseits jeder Praxeologie betrachtet, sondern strukturell, was dort eigentlich passiert, dann handelt es sich eigentlich um nichts anderes als eine asymmetrische Kommunikationsform. Die asymmetrische Kommunikationsform zwischen beratender Kommunikation und beratener Kommunikation, die sich unterscheiden soll, sonst ist es sinnlos, dass man von Beratung spricht. Die kennen viel besser als ich wahrscheinlich die Konjunkturen dessen, wie man Beratung beschreiben kann, also weiß der Berater eigentlich besser über die Prozesse Bescheid, die er berät, oder hat er nur eine andere Perspektive, oder ist das andere zugleich auch das Bessere? Wie ist also sozusagen die Schnittstelle zwischen dem Blick, den der Berater auf das Beratende hat oder das Zuberatende hat, und der Bereitschaft, sich durch Beratung verunsichern zu lassen? Eine weitere Asymmetrie ist die Frage, ob eigentlich die Beobachtungen synchronisierbar sind. Also ist sozusagen die Beobachtung des Beraters identisch mit dem, was der Beratende an der Beobachtung des Beraters beobachtet. Und das hört sich an wie eine intellektuelle Glasperlenspielerei, das ist es aber nicht. Und ähnlich wie in der Therapieforschung wissen wir ja, dass es bisweilen gar nicht darum geht, welche Konzepte funktionieren, sondern ob es funktioniert. Und das ist ja das Spannende an der Unschärfe von Beratung, dass wir unterschiedliche Perspektiven haben, die irgendwie aufeinander bezogen sind, ohne dass sie eins zu eins ineinander aufgehen können. So, und jetzt habe ich natürlich, das ist natürlich jetzt ungerecht, wenn ich sage, Mensch, das ist ja quasi eine Parabel für das, was man Gesellschaft nennt, weil das habe ich ja jetzt selber gemacht und ich bin ja natürlich parteilich gewesen und habe das so argumentiert, dass es passt. Aber auch das ist übrigens ein gesellschaftliches Phänomen, weil dass ich gewissermaßen selbstreferenziell mir die Welt so zurechtlege, wie ich das gerade brauche, und das habe ich jetzt auch getan. Man könnte tatsächlich sagen, dass diese Idee der Schnittstelle, die nur deshalb Schnittstelle sein kann, weil es keine 1:1 Übersetzung von A nach B gibt, also von Beratung zum Beratenden, von Kompetenz zu Inkompetenz, von Beobachtung A zu Beobachtung B,
als eine Parabel für Gesellschaftlichkeit darstellen zu können. Wir würden in der Soziologie, also dieses Wir ist immer ein komisches Wir, also die Soziologie macht das normalerweise nicht. Die Soziologie ist ein Fach in einer riesengroßen Krise. Es interessiert sich nämlich eigentlich überhaupt nicht für sich selbst. Das muss ich leider, das muss man so generell sagen, sondern es interessiert sich im Moment eigentlich nur dafür, ob sie als gesellschaftlicher Spieler auf der richtigen Seite oder auf der falschen Seite steht, ohne eine Theorie von Seiten zu haben. Die ich aber jetzt hier quasi anbieten will. Und diese Theorie von Seiten würde eben sagen, dass es unterschiedliche Seiten nicht nur derselben Medaille gibt, sondern eben unterschiedliche Seiten, die jeweils beobachten. Und das ist das, was gesellschaftliche Erfahrung ausmacht. Also von Gesellschaft lohnt es sich eigentlich erst dann zu reden, wenn man feststellt, dass es eine Gleichzeitigkeit von Unterschiedlichem gibt, das sich auf das Gleiche bezieht. Viele Paradoxien in dieser Formulierung. Auf das Gleiche beziehen würde ja ein Beobachter voraussetzen, der qualifizieren kann, dass es sich um das Gleiche handelt, was es aber nicht sein kann, wenn man tatsächlich behauptet, dass Gesellschaft die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Perspektiven ist. Und egal welches gesellschaftliche Phänomen wir uns angucken, stoßen wir eigentlich immer darauf, dass es unterschiedliche, nehmen wir es ruhig in nicht systemtheoretischen Begriffen, die sind manchmal viel besser, weil sie nicht so genau sind, unterschiedliche Akteure, unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Handlungskonzepte, unterschiedliche, also sowohl korporative als auch individuelle Akteure, beziehen sich auf etwas und können eigentlich nichts anderes tun, als jeweils ihre eigenen Probleme zu lösen. Ich meine, die Klassiker, die man in der Lehre den Leuten beibringt, ist das gleiche Phänomen, nehmen wir sowas wie den Klimawandel oder sowas, ja, das erscheint aus einer ökonomischen Perspektive anders als aus einer politischen. Aus einer ökonomischen muss man testen, ob es eine Chance für Investitionen oder künftige Gewinne sein kann oder eine Chance, dass man Produktlinien, die man ohnehin nicht braucht, loswerden kann, die noch mit einer besonderen Legitimität versehen kann, diese Umsteuerung des eigenen Ladens. Aus politischer Perspektive ist es vor allem eine Chance für die Simulation von Handlungsfähigkeit, indem man Kyoto-Protokolle und solche Geschichten macht. Aus der Perspektive des Rechts stellt sich das völlig anders dar. Ja? Da stellt sich dann die Frage, ob manche der Aktionen, die man wissenschaftlich gut begründen kann, dass man sie tun sollte, eigentlich mit dem bestehenden Besitzrecht vereinbar sind. Kann man also einen Diesel, für den man vorher eine Prämie bekommen hat, weil er so umweltfreundlich ist, enteignen? Und zwar mit den gleichen Mitteln, nämlich mit einem Parlamentsbeschluss. Ist ein rechtlich schwieriges Problem. Also da das Recht ja nicht Gerechtigkeit herstellt, sondern die Konsistenz von Entscheidungen herstellen muss und hier eine offenkundige Inkonsistenz vorliegt, die auch noch inkonsistent ist mit Texten, die aber nur hermeneutisch zugänglich sind und nicht unmittelbar, entsteht eine paradoxe Situation, dass man sagen kann, der Klimawandel ist ganz unterschiedlich, aus welcher Perspektive man immer ihn betrachtet, aber er ist der Klimawandel. Und Beratung ist im Prinzip eine Schnittstellenprofession. Also die muss sozusagen immer diese Schnittstellen sich angucken und sie sind eigentlich selbst Schnittstellenmanager, wenn sie so wollen. Also sie gehen, also meine, das ist eine Steinzeitberatung, würde sagen, ich Berater weiß es gut, du Beratender weißt es nicht gut, ich sag dir, was du tun sollst. Das ist sozusagen, das funktioniert so natürlich nicht, hat wahrscheinlich nie so funktioniert, aber das wäre gewissermaßen die Steinzeittheorie von Beratung. Heute würde man sagen, wie können eigentlich zwei Beobachtungen des gleichen Gegenstandes dazu führen, dass beide Beobachter besser beobachten als vorher? Und was heißt eigentlich besser? All das, um es zu verstehen, und ich sage es natürlich, ich wäre ja naiv, wenn ich sagen würde, richtig zu verstehen, das ist ja Schmarrn, ja? Sondern wenn ich sagen würde, wissenschaftlich zu verstehen. Ich muss nur wissenschaftliche Probleme lösen. Ich berate übrigens auch, da muss ich keine wissenschaftlichen Probleme lösen. Aber jetzt versuche ich, wissenschaftliche Probleme zu lösen. Ich muss mir einen Reim darauf machen, wie ich das eigentlich beschreiben kann. Also wie ich beschreiben kann, dass wir Praxisformen ausbilden in einer Gesellschaft, in der die eine Handlung nicht zur anderen passt, aber diese Handlungen trotzdem voneinander abhängig sind. Also wenn der Berater nur das sagt, was der Beratende ohnehin schon weiß, dann ist es vielleicht zu wenig, aber vielleicht gibt es Beratende, die genau die Sätze hören wollen, die er ohnehin schon weiß. Da muss zumindest die Variation der Sätze so gering sein, damit das Identische nicht das Gleiche ist, ne? Also das ist genau formuliert, sondern das Identische etwas anderes ist. So, und das möchte ich jetzt versuchen, soziologisch zu beschreiben. Warum heißt das Modell, das ich darstelle,
Gesellschaft der Gegenwart. Also das ist nicht Gegenwartsgesellschaft oder Gesellschaft von heute oder irgendwie sowas, sondern Gesellschaft der Gegenwart heißt jetzt wirklich strenger systemtheoretisch, wenn wir uns tatsächlich das ernst nehmen, wie eigentlich sowas wie soziale Ordnung entsteht, wie gesellschaftliche Ordnung entsteht, dann müssen wir eigentlich von Strukturtheorien runterkommen, die konstitutiv waren für alle Sozialwissenschaften. Die Sozialwissenschaften haben das große Problem immer gehabt, dass sie ihren Gegenstand eigentlich nicht angemessen beschreiben können. Also wir beschreiben in den Sozialwissenschaften einen Gegenstand, den man nicht sehen kann. Sie sitzen zum Beispiel ganz brav hier. Man kann sagen, das sieht aus wie Ordnung. Sie sind auch, das kann man an ihren Habitus sehen, sehr geübt darin, Vorträge zu hören. Das heißt, sie sitzen da und haben eine Benutzeroberfläche, die so aussieht, als würde sie mir zuhören. Das muss man ja können. Und ich meine das jetzt gar nicht witzig, sondern das, also es würde auch funktionieren, dass sie da also jetzt sitzen und an was ganz anderes denken. Vielleicht sind sie heute Abend verabredet, vielleicht spielt der FC Schalke am Wochenende. Weiß der Henker, was es alles für wie wichtigere Themen gibt, als das, was jetzt gerade hier stattfindet. Aber der Habitus funktioniert. Und spannend ist eigentlich, dass wir daran eine Ordnung sehen können. Also wir haben uns, die meisten von uns, vorher noch nicht gesehen. Viele kennen sich, viele kennen sich nicht. Und die Ordnung funktioniert trotzdem. Woran kann man die Ordnung sehen? Kann man die Ordnung daran sehen, dass sie da ist und sie setzen sich deswegen so brav hier hin und das funktioniert? Wir können auch über mich reden. Ja, sagen. Also jemand wie ich, der mit einer Rolle da ist, wie er da ist, muss jetzt eine Stunde oder eine halbe Stunde oder wie auch immer, wie es sich ausgeht, reden. Egal, ob ihm was einfällt oder nicht. Und die Professionalität von Leuten wie mir besteht darin, wenn die gesagt bekommen, rede 35 Minuten, redet man 35 Minuten, ob man was zu sagen hat oder nicht. Und also das ist auch kein Witz, sondern das ist etwas, was soziale Ordnung im Prinzip beschreibt. Und spannend ist an der Situation, dass wir jetzt ontologisch, wenn man so will, also genauer würde man sagen konstitutionslogisch, gar nicht genau sagen können, worin die Ordnung besteht. Wir können aber einen empirischen Blick haben, das ist übrigens in der Tat so, dass viele sozusagen, die Systemtheorie betreiben, diesen Blick nicht haben, sondern einen Begriff von Struktur oder Ordnung haben und dann denken, dass das etwas sei. Der Empiriker kann eigentlich nur sehen, dass es zu einem regelmäßigen Verhalten kommt, was ein Hinweis darauf sein muss, dass es so etwas wie relativ stabilisierte Erwartungen geben muss, die uns dazu bringen, dass die Kosten für abweichendes Verhalten so hoch sind, dass man hier sitzt und so tut, als würde man zuhören. Und das ist etwas, das ist jetzt ein wichtiger theoretischer Satz, in jeder Gegenwart neu hergestellt werden muss. Also ich habe einen Lehrstuhl für soziologische Theorie, also ich darf unglaublich lange Sätze sagen und mich auf Texte beziehen, die noch nie jemand gesehen hat. Das ist die Jobbeschreibung für einen Lehrstuhl für soziologische Theorie. Was ich aber meinen Leuten beibringe, also den Lütten und auch denen, die ich sozusagen zur Professorabilität führen soll, ist, vergesst diesen ganzen Theoriequatsch. Also vergessen heißt nicht, dass man es nicht weiß, dass es das gibt, sondern man muss es kennen, damit man es vergessen kann. Und dann macht empirische Forschung. Geht in Felder und guckt euch an, was dort passiert. Guckt euch die energetischen Strukturen an. Ich sage es andersrum. Guckt euch die energetischen Prozesse an, die da sein müssen, damit Strukturen sich entfalten können. Heißt auf Deutsch, in jeder Gegenwart muss die Struktur bestätigt werden, sonst ist sie keine. Das ist wahnsinnig anstrengend. Nicht für die Leute, also manchmal auch für die Leute, aber, sondern man könnte sagen, für den Gegenstand, der ein fluider Gegenstand ist. Und die Soziologen, weil sie meistens links sind, was ein großer intellektueller Fehler ist. Es ist ein großer intellektueller Fehler, man sollte es nicht sein. Aufgrund des Sympathieparadoxes, weil Linke immer das Richtige wollen. Wer immer das Richtige will, liegt fast immer falsch. Vor allem für Linke ein Problem, weil sie sozusagen, wie soll man sagen, also sich darüber wundern, wie stark die Leute von einer Ordnung abweichen. Interessieren sich eigentlich immer nur für die Abweichung. Also für die böse Abweichung, um sie abzuwehren, für die gute Abweichung, um dazuzugehören. Es hört sich an wie Polemik, ist am empirische Beschreibung. Und soziologisch müsste man sich, wenn man theoretisch ein bisschen aufgeklärt ist, über Regelmäßigkeit wundern. Warum gelingt es eigentlich, obwohl es keinen Grund dafür gibt, dass immer wieder das Gleiche passiert?
Übrigens lohnt es sich dafür, die Psychologie und die Hirnforschung zu konsultieren, die tatsächlich in der Lage ist, das zu beschreiben an einem anderen Operator, der ja auch schwer zu disziplinieren ist, wie wir alle wissen. Das ist also sozusagen die Selbstkontrolle, sagen wir mal, also zwischen bürgerlicher Selbstkontrolle und einer ausgewachsenen Neurose ist es ein sehr, sehr, sehr kurzer Weg. Und auch das ist keine Polemik, sondern das ist sozusagen der Versuch zu beschreiben, wie gelingt es eigentlich, eine Struktur jedes Mal wieder zu bestätigen. Und wenn ich den empirischen Blick auf eine Gesellschaft habe, also meine Forschungsprojekte sind oftmals medizinsoziologisch, wir interessieren uns dafür, wie multiprofessionelle Teams in Krankenhäusern arbeiten, wir haben gerade ein Projekt über Palliativmedizin und solche Geschichten, dann fragen wir uns, da ist eine Ordnung, die ist relativ stabil, nennen wir oft Organisation, ich sage gleich was dazu, und die muss aber jeden Tag wieder neu hergestellt werden. Ohne dass das den Akteuren bewusst ist. Also die gehen nicht morgens hin und sagen, Mensch, so dieses schöne Großhadern, das sollte morgen noch genauso sein, wie es gestern war und heute ist. Das machen die natürlich nicht. Und Großhadern wird ja sozusagen abgerissen sogar, wie Sie wissen. Also das ist unser Universitätsklinikum. Das ist nur 30 Jahre alt und schon älter als die schönen alten Gebäude im Zentrum von München. Und Königsplatz und so, kennen Sie, ne? Von den alten Nazi-Aufmärschen kennt man das aus alten Bildern, aber es ist schon älter. Und spannend ist gewissermaßen daran, dass wenn man das theoretisch ernst nimmt, man sich über Regelmäßigkeiten wundern sollte. Und dann stellt sich die Frage des Gegenstandes dessen, was sich der Gesellschaftstheoretiker anguckt, ganz neu. Dann geht es nicht darum, da gibt es eine gesellschaftliche Struktur und der unterwerfen wir uns. Also warum sind diese Strukturtheorien meistens politischer Natur? Denken Sie an, das darf man in Berlin sagen, den Hegelianismus. Die Wirklichkeit der sittlichen Idee ist keine prozesshafte Geschichte, sondern eine Stufenhierarchie. Das sind unterschiedliche Levels des Allgemeinen, unter das man sich unterwirft. Also das Prozesshaft ist zwar die Weltgeschichte, aber nicht die Struktur selber. Soziologisch, empirisch muss man sagen, wir müssen uns genauer angucken, wie es eigentlich unwahrscheinlicherweise gelingt, dass Strukturen sich wiederholen. Und das ist der Punkt, an dem so ein Thema womöglich für Berater interessant sein kann. Also sie werden ja oftmals geholt zum Beispiel für Change-Prozesse. Das ist so eine bescheuerte Formulierung, aber sie heißen halt so. Ja? Also Change-Prozess ist was anderes als Veränderung. Ja? Veränderung findet ja permanent statt, aber Change ist sozusagen die gewollte Veränderung. Das ist wie die Differenz zwischen Sozialisation und Erziehung. Sozialisation findet immer statt, Erziehung rechnet man jemandem intentional zu. Also wir Eltern denken, dass wir erziehen und sozialisieren dadurch unsere Kinder falsch. Das ist sozusagen die Parabel, die man darauf machen kann. Und was ich damit erzählen will, ist gewissermaßen, dass der Berater hingeht und feststellt, dass er was verändern soll, was sich selber ja durch Energie stabilisiert. Und wie kriegt man eigentlich ein System dazu, dass es sich nicht auflöst, sondern neu stabilisiert. Das ist ja, also ne, das Change heißt ja nicht, jetzt macht mal alles anders, das ist Entropie, dann gibt es Strukturlosigkeit, sondern macht es so anders oder vertraut darauf, dass wenn ihr es anders macht, eine neue Struktur entsteht, die besser ist als vorher, was nicht immer der Fall ist, was immer besser heißt, muss man dazu sagen und vor allem für wen. Aber wichtig ist gewissermaßen, dass hier auf einmal die Gesellschaft ins Spiel kommt. Die Gesellschaft sozusagen als der Punkt, an dem man feststellen kann, dass die Regelmäßigkeit mehr Energie braucht als die Unregelmäßigkeit. Und wer soziologisch einen Gesellschaftsbegriff haben will, und ich glaube, man braucht ihn vor allem nicht für Theoriespiele, sondern als empirischer Forscher, also das ist jetzt mein Business, ja?
als, und ihr ist ja auch so ein bisschen, Sie müssen ja gucken, wen berate ich da eigentlich? Was läuft da eigentlich ab? Glaube ich den Selbstbeschreibungen derer, die mich bezahlen, oder mache ich lieber nochmal selbst eine Fremdbeschreibung und gucke mal, wie unterscheiden die sich eigentlich? Das ist Teil ihrer Aufgabe, ja? Dafür gibt es oft nicht genug Ressourcen und Mittel und so weiter. Und sie kriegen auch geschönte Bilder. Was heißt geschönte Bilder? Jedes Bild ist ein geschöntes Bild, weil das nur ein bestimmtes Bild ist. Aber das ist schwierig, sozusagen an die Wahrheit heranzukommen. Wo man aber rankommt, ist die Unterscheidungsfähigkeit zu sehen, warum eine bestimmte Ordnung als bestimmte Ordnung erscheint. Und die Gesellschaft, das gesellschaftliche Bezugsproblem besteht sozusagen in dem Mysterium, dass man feststellen muss, dass Ordnung da ist, in einer Gesellschaft, in der wir gewissermaßen ein Stück spielen. Die Theatermetapher spielt in der Geschichte der Soziologie eine relativ große Rolle, in der wir ein Stück spielen, das aber anders als im Theater kein Skript hat, kein Regisseur hat und keine Moral, also keine Moral der Geschichte, sondern eine Laienspielschar in Echtzeit sich auf der Bühne bewähren muss. Das Publikum ist sie übrigens selbst. So, und dann ist die Frage, warum entstehen Strukturen? Ich sage jetzt mal ein paar Sätze zur Digitalisierung. Es gibt bis jetzt keine angemessene soziologische Theorie der Digitalität. Digitalisierung ist ja nur ein historischer Prozess. Was heißt Digitalität eigentlich? Das heißt zunächst mal Zählbarkeit, ja, also Digitus, der Finger, der dann 1, 2, 3 zählt. Aber das ist ja nur, das ist nur die Begriffsgeschichte. Interessant ist, und da würde ich tatsächlich sagen, die techniksoziologische Intuition zu sagen, dass natürlich nicht einfach eine Technik auf eine Gesellschaft kommt und mit der irgendwas macht. Aber man kann auch nicht umgekehrt sagen, die Gesellschaft macht was mit der Technik, sondern das ist ja dasselbe, die Technik und die Gesellschaft. Viel interessanter ist die Frage techniksoziologisch, warum eine bestimmte Technik zu einer bestimmten Zeit reüssiert. Also die alten Griechen hatten fast alle mathematischen Modelle, mit denen man eine Dampfmaschine berechnen kann. Aber sie hätten gar keinen Bedarf für, also sie hatten bestimmte Techniken nicht, wie man so Nieten macht und so, ne? Das wurden ja erst genietet und dann erst geschweißt. Aber sie hätten gar keinen Bedarf für eine Dampfmaschine gehabt, weil es nichts anzutreiben gab, das man mit einer Dampfmaschine antreiben kann. Und deshalb, also nehmen Sie das jetzt nicht zu historisch wörtlich, sondern als gewissermaßen metaphorische Beschreibung. So eine Technik kann an die Gesellschaft nur andocken, wenn die Gesellschaft diese Qualität dessen, was die Technik da macht, bereits hat. Und deshalb würde ich tatsächlich sagen, das wurde ja gerade schon zitiert, dass die moderne Gesellschaft schon eine digitale Gesellschaft ist, bevor es den Computer gab. Aber das ist nicht das Entscheidende. Viel interessanter ist, an welchem Problem setzt eigentlich die Digitaltechnik an? Und ich würde sagen, in einer Zeit, in der die Soziologie als Gesellschaftswissenschaft ihre besten Zeiten hinter sich hat, nicht, weil sie schlecht ist, sondern weil die Gesellschaft sich selber inzwischen anders beschreibt als Gesellschaft. So in den 1970er, 80er Jahren war die Hochphase, wo man entdeckt hat, dass der Wille, die Gesellschaft zu verändern, schwächer war als die Gesellschaft. Man wollte sozusagen soziale Ungleichheit durch Bildungsreform überwinden und hat festgestellt, das Einzige, was man überwinden konnte, war, dass wenig Leute ins Bildungssystem kommen. Jetzt kam viel ins Bildungssystem und in der Schichtung der Gesellschaft hat sich trotzdem nicht so viel verändert. Es gibt jetzt zwar mehr, das Beispiel, das besonders sprechend ist. Also der Anteil der Arbeiterkinder 1965 und 1982 an Universitäten ist gleich groß. Die absolute Zahl ist natürlich wahnsinnig gestiegen, weil sie alle halt in die Fachhochschulen gedrückt worden sind. Universitäten spielten da gar nicht die entscheidende Rolle. Und die Gesamtschulen, also Abiturquoten und so weiter. Aber an der Schichtung der Gesellschaft hat sich nicht viel geändert. Einer der besten Soziologen, die es gibt, ist Pierre Bourdieu, der das wunderbar beschrieben hat. Die Illusion der Chancengleichheit heißt, unser Wille ist willig, die Gesellschaft ist aber stark. Ja, und bleibt sozusagen stabiler. Und wenn Sie sich mal genau angucken, was digitale Techniken machen, von Sensorik war gerade die Rede, wenn Sie sich angucken, welche Produkte, welche Erkenntnismöglichkeiten, welche Kontrollmöglichkeiten, welche Überwachungsmöglichkeiten, welche Recherchemöglichkeiten und so weiter zur Verfügung stehen, dann bestätigt sich in der Digitaltechnik die Verwunderung darüber, dass eine volatile Gesellschaft mehr Strukturen hat, als man so denkt. Also prädiktiv zu beobachten, setzt voraus, aus Daten, die wir haben, in die Zukunft schließen zu können.
Und die Daten sind ja nicht einfach nur Daten, sondern sie bilden eine Beobachtung ab, also sie bilden nicht die Gesellschaft, sondern sie bilden eine Beobachtung darüber ab, dass man auf Regelmäßigkeiten kommt, die man mit bloßem Auge nicht sehen kann. Das konnte schon der Computer, der ja nicht nur jemand ist, also jemand ist gut, also der nicht nur ein Apparat ist, der irgendwie schneller rechnen kann als wir, sondern der eine Rekombination von Daten herstellen kann, die erst eine Realität erzeugt, die vorher gar nicht da war. Und jetzt stellen wir fest, dass sozusagen die Digitalisierung der Gesellschaft darauf sozusagen, man könnte sagen, parasitär an der Stelle angedockt ist, an der die Gesellschaft an sich selbst erlebt, dass sie zwar jeden Tag alles neu machen muss, aber in großen Regelmäßigkeiten verharrt. Politisch ist das erste Mal diskutiert worden, zumindest in Deutschland, bei der Bekämpfung der Roten Armee-Fraktion. Kennen Sie noch Norbert Herold, den Chef des Bundeskriminalamtes damals, den man für was, bitte? Horst heißt er? Das hat er nicht verdient, aber gut. Wenn er Horst heißt, ist trotzdem ein super Typ gewesen. Also super Typ in der Art und Weise, dass er, stimmt, der heißt Horst Herold, Sie haben recht, der sozusagen als einer der Ersten hingegangen ist und gesagt hat, die Kreativität, wenige Parameter zu bestimmen, um großen Unterschied zu machen bei der Clusterung von Daten. Das waren ja relativ wenige Parameter. Also Leute, die Autos gemietet haben und bar bezahlt haben, die Wohnungen gemietet haben und bar bezahlt und so. Also ein paar Dinge, 5 oder 6 Parameter, konnte man aus einem riesigen Sample eine ganz kleine Gruppe destillieren, bei denen die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es sich um die Täter der Roten Armee-Fraktion handelt. Wir wissen, ob es ein Mythos ist oder nicht, weiß ich nicht, dass es nicht funktioniert hat, weil das Ergebnis in irgendeiner Faxablage liegen geblieben ist. Was natürlich eine geradezu ironische, wie soll man sagen, Folge, ironische Frage ist, wenn es um Digitalisierungsgeschichten geht. Aber das ist jetzt nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, dass wir sozusagen diese Techniken inzwischen dort anwenden, wo wir die Regelmäßigkeit einer Gesellschaft, die in sich volatil ist, ausnutzen können. Das ist das Spannende eigentlich daran. Also spannend ist, dass die Marktforschung über die Konsumgewohnheiten der Bevölkerung genaueres wusste als die akademische, universitäre, empirische Sozialforschung über die Milieus. Das ist doch interessant, ne? Also man muss sich das wirklich klar machen, das ist eine große Kränkung eigentlich für die universitäre Sozialwissenschaft, dass die Marktforschung das alles schon viel früher wusste. Und natürlich andere Fragen gestellt hat. Also sie haben gefragt, wem kann man eigentlich so ein iPhone, ich habe ein iPhone 10, das hat 1.348 Euro gekostet, was totaler Schwachsinn ist. Das rufen die gleichen Leute an. Also und wie mit dem, das ich vorher hatte. Aber sozusagen bei mir passt es relativ gut, dass ich mir das kaufe. Also passt gut heißt, die Wahrscheinlichkeit von verschiedenen Merkmalen, die an meiner Person sind, ist relativ hoch, dass ich so bekloppt bin und mir so ein Apparat kaufe. Ich habe zum Beispiel auch einen Mercedes E-Klasse, relativ neu, 3 Jahre alt erst, Kombi, zu kleinster Benziner, immerhin Benziner und nicht Diesel. Früher war es umgekehrt, wer der Schlimmere war. Und da würde man auch sagen, braucht kein Mensch. Ja? Toyota ist viel billiger, ist womöglich sogar viel besser und vielleicht sollte man gar kein eigenes Auto haben und so weiter und so weiter. Aber habe ich und es ist erwartbar, ja, also sozusagen der etwas übergewichtige ältere Herr fährt Mercedes E-Klasse. Und ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber nicht bei der E-Klasse. Und will damit sozusagen nur sagen, das Interessante ist, dass wir diese Regelmäßigkeiten in der Gesellschaft beobachten, die quasi aussehen wie digitalisierte Programme. Die Sensoren produzieren ja nichts Neues, sondern die nutzen im Prinzip die Muster aus oder machen sie sichtbar, die ja offenbar schon da sind. So, und was hat das mit unserem Thema zu tun? Das hat mit unserem Thema insofern eine ganze Menge zu tun, als wir den Gegenstand von Beratung in einer Gesellschaft der Gegenwarten mit der Paradoxie konfrontieren müssen, dass wir eigentlich, und das ist ein interessanter akademischer Habitus, aus epistemologischen Gründen alles verflüssigen müssen, aber feststellen, dass dieses Verflüssigte unglaublich stabil ist. Also wenn Sie sich die Sozialstruktur von Mittelschichtsintellektuellen in den Sozialwissenschaften angucken, die sich leisten können, alles zu verflüssigen, weil ihre Lebensformen sehr stabil sind, dann verflüssigen die heute jede Bedeutung. Warum wird die Genderforschung so gehasst?
Ich habe nichts gegen die Genderforschung, nicht, dass Sie denken, dass ich jetzt irgend so eine bescheuerte Polemik dazu mache, gar nicht. Die hat viel mehr verdient als eine bescheuerte Polemik, nämlich eine angemessene Kritik. Die angemessene Kritik, nämlich, dass niemand in den Genderforschung auch nur eine Ahnung davon hat, die Regelmäßigkeit der Geschlechterunterscheidung als Zurechnungspunkt auch nur ansatzweise zu erklären, stattdessen dekonstruktivistisch die Bedeutung aufzulösen. Und nachzuweisen, dass die Unterscheidung von Männern und Frauen, wie wir sie heute kennen, eine Geschichte hat. Nur weil sie eine Geschichte hat, heißt es nicht, dass sie nicht sehr wirksam ist. Und ich sage ja nicht, dass es eine natürliche Wirksamkeit ist, sonst wäre ja die ganze Theorie falsch. Sondern es ist eine, die stabiler ist als unser Wille. Da wiederholt sich sozusagen das, was man in der sozialen Ungleichheitsgeschichte in den 70er Jahren bereits gemacht hat. Da gibt es sozusagen, das ist für mich eine Parabel, und es ist nicht nur dort so, eine Parabel, dass man sich zufrieden gibt mit der Dekonstruktion von Bedeutungen auf einer Oberflächenebene, weil man keinen Gesellschaftsbegriff hat. Wenn man den hat, kann man mehr sehen. Ganz kurzer Hinweis, das kennen Sie, wenn Sie in so einen Club Systemtheorie gehen, muss ich Ihnen das nicht erklären. Eine der entscheidenden Strukturbedingungen moderner Gesellschaften ist die funktionale Differenzierung, die ja interessanterweise von Luhmann selber mit geradezu, digitalen Metaphern beschrieben wird, mit Codierungen, binären Codierungen zum Beispiel. Ich will das jetzt nicht weiter erklären. Was ich spannend finde, ist, das sind vielleicht die brutalsten Formen der Gesellschaft überhaupt. Brutal würde heißen, sie sind gewissermaßen so stabil, dass sie in der Ökonomie alles machen können, was sie wollen. Sie können mit allem Geschäfte machen und auch mit allen Geschäfte machen. Und wir können mit allem Geld verdienen. Also der alte Traum, aus Scheiße Geld zu machen, Alchemie heißt das früher, der ist ja inzwischen erfüllt. Nur deswegen, weil es ein hyperstabiles Medium beziehungsweise eine hyperstabile Form von Code gibt, hinter dem man nicht zurück kann. Also egal, warum sie Ökonomie machen, am Ende rechnet es sich über genau diese Codierung. Das ist im politischen System ganz ähnlich. Das ist der einzige Unterschied, der relevant ist, ob sie eine Machtchance haben oder nicht. Deshalb ist auch jeder politische Satz schon dekonstruiert durch den Code selber. Also jemand wie Herr Merz kann unfassbaren Bullshit über den Artikel 16a des Grundgesetzes sagen, also den Asylartikel. Jeder, der nicht total bekloppt ist, weiß, dass das, was wir seit 3 Jahren hier erleben, nur zu 2% über diesen Artikel geregelt wird. Und dann sagt er, wir brauchen eine Harmonisierung mit europäischem. Und das ist gar nicht interessant. Sondern wir kodieren das politisch. Ne? Was hat er damit gemacht? Er hat AKK dazu gezwungen, Helmut Kohl für seine Migrationspolitik zu preisen, was irgendwie komisch ist, weil die Regierung Kohl damals 1993 den Asylparagrafen sozusagen erweitert hat mit Einschränkungen. Und er hat Jens Spahn dazu gezwungen zu sehen, oh Mann, das wäre doch eigentlich mein Thema gewesen. Was ich damit sagen will, ist, egal was dort an Kommunikation stattfindet, es ist durchkodiert über die politische Unterscheidung. Und was ich Ihnen hier erzähle, Sie würden es irgendwie Wissenschaft zurechnen. Selbst wenn ich Schwachsinn rede, dann wäre die Art, also dreifacher Konjunktiv natürlich, selbst wenn ich das täte, dann würden Sie es immer wissenschaftlich zurechnen. Also es geht um Wahrheitsfragen, wenn ein Wissenschaftler redet. Es geht nicht real um Wahrheitsfragen, sondern die Beobachtung tut das. Das kennen Sie alles. Viel interessanter ist die Frage, und das ist jetzt sozusagen der letzte Punkt, was Organisationen dafür eigentlich für eine Bedeutung haben. Auch das ist, ich will das ganz kurz machen. Wie lange habe ich noch? 3 Minuten, 7 Minuten? Was? 10. Okay, dann mache ich 2 Organisationen. War ein dummer Scherz, sorry. Entschuldigung. Organisationen sind ja ganz interessante Apparate. Organisationen sind eigentlich Anomalien in der Gesellschaft. Die Anomalien nämlich, dass man sozusagen die Tatsache, dass die Gesellschaft unglaubliche Stabilitäten selber operativ schon hervorbringt, nochmal übertreibt. Also übertreibt würde heißen, das sind Sozialsysteme, deren Stärke und Schwäche identisch ist. Die Stärke von Organisationen ist, Muster so auf Dauer zu stellen, dass man sich über sie reflektieren muss. Und die Schwäche von Organisationen ist auch, Muster so auf Dauer zu stellen, dass man sie nicht reflektieren muss. Das heißt, es sind Inseln
höherer Stabilität in einer volatileren Umwelt. Jetzt wird aus der Gesellschaft, die regelmäßig ist, auf einmal der Hort der Unregelmäßigkeit. Und die Organisation ist gewissermaßen die Insel, in der Regelmäßigkeiten stattfinden. Und die Regelmäßigkeiten sind Lösung und Problem gleichzeitig. Deshalb gibt es immer weniger kosmologische Gesellschaftskritik und immer mehr Berater. Weil der Berater einen Gegenstand braucht. Ich habe mal für die evangelische Kirche ein Gutachten geschrieben, also für die EKD, darüber, was eigentlich Beratung mit ihnen macht. Die sind unglaublich unglücklich gewesen mit den Beratungen, die sie bekommen haben. Es gibt ein McKinsey-Gutachten für die EKD. Da steht ernsthaft so ein Satz drin wie, sie sollten an dem Logo festhalten, das ist historisch gut eingeführt. Gemeint ist das Kreuz natürlich. Ne? Und ich finde, da ist auch was dran. Ne? Aber das ist jetzt Polemik. Das ist jetzt Polemik. Die sind unglücklich gewesen. Warum? Weil ihre Frage nicht war, wie können wir eigentlich besser werden oder sowas, sondern wie können wir das Glaubensleben befördern? Also wie können wir eigentlich Leute dazu bringen, in so einer Kultur, die sich selber säkular beschreibt, aber an alle möglichen nicht existenten Dinge glaubt, was ja durchaus eine Antinomie ist, und Spiritualität dann braucht, wenn unbestimmte Situationen da sind. Ich weiß, wovon ich rede, wenn man über Palliativmedizin forscht. Wie kann es eigentlich sein, dass wir als die Agentur, die den Glauben organisiert, und unsere Leute verlieren? Das ist doch eine schwierige Frage. Was sind die Gründe? Und dann haben die immer versucht, sozusagen über Beratung dieses Problem zu lösen. Und es hat nie funktioniert. Und ich bin dann mal gebeten worden, mir die Gutachten alle anzugucken und zu gucken, woran liegt es denn? Also die hatten so gehofft, jetzt, vielleicht kann das ja ein Soziologe. Also das war quasi der letzte Notanker, so ungefähr. Also jetzt holen wir uns den letzten, an den man gedacht hätte. Und das, was ich ganz interessant fand, und das ist natürlich soziologisch sehr interessant, an diesem Beispiel konnte man sehen, dass eigentlich die Organisation nur sich selber organisieren kann, aber nicht das, was sie tut. Also die Kirche hat sich immer wieder reorganisiert. In der evangelischen Kirche natürlich stärker als in der katholischen, weil das bei uns geoffenbarter Wille des Herrn ist, also ich bin katholisch, wie Sie merken, geoffenbarter Wille des Herrn ist, dass die Organisationsform so ist, wie sie ist. Da fällt Ekklesiologie und Organisationssoziologie zusammen, wenn man so will. In der evangelischen Kirche nicht. Und die organisieren an sich rum. Die ändern Zuständigkeiten, die ordinieren Frauen, sondern die Ordination von Frauen ist kein theologisches Problem gewesen, sondern eines der Reorganisationsfähigkeit. Ne? Wenn die Katholen das theologisch machen könnten, würden die das jetzt auch machen, weil sie wissen warum. Ne? Aber weil sie, also erstens zum Schutz vor den Schrecklichkeiten, die in der letzten Zeit stattgefunden haben, das würde sich ändern, wenn da Frauen wären, weil andere Leute anders gucken. Und das sind nur andere Leute, weil sie anders gelabelt werden. Und zweitens gibt es ein Quantitätsproblem. Die Priesterschaft der Laien ist zwar eine schöne Theorie, aber hilft für die Kirche nicht weiter. So, und die Kirche hat an sich selber festgestellt, dass alles, was sie tut, eigentlich immer nur auf die Organisation selber bezogen ist. Also Zuständigkeiten ändern, größere Einheiten, kleinere Einheiten, den CO2-Ausstoß der Kirche ändern, um mehr Legitimation herzustellen. In der EKD ein riesengroßes Thema. Man spricht also ernsthaft vom CO2-neutralen Gottesdienst. Ne? Und also ist kein Witz, das habe ich jetzt nicht erfunden, sondern sowas gibt es. Ich habe daraufhin mal gesagt, meine Vorträge sind auch eigentlich CO2-neutral, weil bei Vorträgen ja ich mich viel mehr anstrengen muss als Sie. Das heißt, Ihre Vitalfunktionen sind so gering, dass Sie weniger CO2 durch Atmung produzieren, als wenn wir alle reden würden. Nur wenn ich die Geschichte erzähle und Sie lachen, ist die ganze Bilanz wieder futsch. Also, sorry, Entschuldigung. Ich kann mich dann manchmal selber nicht disziplinieren. Entschuldigung, ich tue es jetzt wieder. Dass die Organisation sozusagen an sich selber erkennt, dass sie sich selber als Organisation verändert, aber unglaublich große Schwierigkeiten damit hat, direkt das zu verändern, was sie eigentlich organisieren will.
Das kennen wir auch aus Universitäten. Ne? Wie macht man eigentlich, wie produziert man in der Organisation bessere Forschung? Man bezahlt die Forscher besser, man macht größere Einheiten, man macht kleinere Einheiten, man belohnt diejenigen hierfür und die anderen bestraft man dafür. Man gibt den Sachen neue Namen. Man sagt sich, größere Forschungsverbünde sind besser als kleinere. Haben wir in Deutschland jetzt eine große Konjunktur gehabt mit der Exzellenzinitiative. Ich bin mir sicher, dass in der nächsten Generation die Kleinforschung ganz, ganz stark gemacht wird, weil die Konjunkturen natürlich genauso verlaufen. Ist ja auch richtig, das zu machen. Ich sage damit nicht, dass das eine besser als das andere ist. Wissen wir gar nicht. Ja? Das ist, also ich würde immer sagen, Kleinforschung ist besser, weil meine Chancen dann größer sind, an Geld zu kommen, das ich alleine verwalten darf. Aber das ist ja kein richtiger wissenschaftlicher Grund, um es mal vorsichtig zu sagen. So, und spannend ist an diesen Geschichten, dass die Organisation also offensichtlich eine Stabilität produziert, die die Gesellschaft braucht, um diese Unterschiedlichkeit der Gesellschaft in sich selber zu bündeln. Also eine Kirche oder Universität ist eben nicht nur eine religiöse Organisation, das ist gerade auch schon erwähnt worden, nicht nur eine religiöse Organisation oder eine wissenschaftliche Organisation, sondern in diesen Organisationen kommen diese unterschiedlich digitalisierten Logiken zusammen und werden dort in einer kompakten Art und Weise bearbeitet. Und das ist ja das, was der Berater vielleicht am besten weiß, vielleicht ist der Berater und die Beraterin natürlich auch die Position in der Gesellschaft, die am allerstärksten, weil sie sich für Organisationen interessiert, von außen auf die Organisation guckt und feststellt, dass es innerhalb der Organisation unterschiedliche Problemlösungstools gibt, die sich bisweilen nicht miteinander vertragen und deshalb auch unterschiedliche Formen von Erfolgsmessung gleichzeitig innerhalb der Organisation haben. Zu sehen, dass in diesen Formen die Widersprüchlichkeit der Gesellschaft in konkreten Gegenwarten immer wieder aufgehoben werden muss. Also für Forschung muss Geld da sein und eine rechtlich sichere, Vorgabe ist der falsche Begriff, ein rechtlich sicherer Rahmen. In einer Kirche sollte der Glaube nicht stören. Das ist übrigens eine der, also wenn Sie Kirchenhistoriker fragen, war eine der größten Probleme der Kirchen, ob der Glaube so stabilisierbar ist, dass er organisationsförmig werden kann, weil Glaube ist ja prinzipiell erstmal wild. Also man kann ja alles glauben, weil man ja nicht sehen kann, was man glaubt. Der Deus absconditus ist eigentlich für so eine Organisation richtig Mist. Dass die griechische Götterwelt wäre viel besser organisierbar gewesen, aber die brauchten keine Kirchen. Die hatten eine Gesellschaft, die relativ klein war, das funktionierte dann schon. So, und diese Organisationsformen tun also etwas, was sie gewissermaßen strukturiert. Und hier erleben wir, dass die Struktur stabiler ist, als man so denkt. Und jetzt mein letzter Gedanke, dann höre ich auch tatsächlich auf, ist, spannend ist, dass wir heute in der Gesellschaft immer weniger systematische Formen der Selbstbeschreibung kennen. Haben Sie schon mal eine Gesellschaft gesehen, die sich selber beschreibt? Also man kann das als Kultur beschreiben. Wir sind der christlich abendländische Westen. Wenn man es politisch noch mal ganz schön sagen will, dann sind wir sogar christlich-jüdisch. Und die Leute, die das sagen, wissen nicht, was sie damit sagen. Oder wir sind eine demokratische Kultur. Was natürlich Schwachsinn ist, weil die meisten Entscheidungen in der Gesellschaft nicht demokratisch gefällt werden. Und ich würde sagen, Gott sei Dank. Ja, also was ästhetisch schön ist, wird nicht demokratisch entschieden. Wie ich an die Götter glaube, auch nicht. Und welche Art von Sex ich habe, auch nicht. Und ob ich überhaupt welchen habe. Ja, und also das ist nicht demokratisch organisiert. Also das sind alles Beschreibungen, die irgendwie an komischen Konjunkturen ansetzen. Oder wir sind eine freiheitliche Gesellschaft. Das kann man in Zweifel ziehen, wenn man sieht, wie viele Organisationen es gibt. Also in Organisationen sind wir ja viel weniger frei als außerhalb. Das Grundgesetz sagt uns, dass wir Freizügigkeit genießen, aber ich habe montags morgens um 8.15 Uhr meine erste Vorlesung, um 10.15 Uhr meine zweite Vorlesung, montags. Und das erste ist die Theorievorlesung für den Master, das zweite ist die Einführung für den Bachelor. Und da müssen die hin. Und ich kann nicht sagen, das Grundgesetz gewährt mir doch Freizügigkeit, also muss ich da nicht hingehen.
Also das ist jetzt nur so als Beispiel, dass wir in Organisationen daran gewöhnt sind, dass es zum Beispiel Hierarchien gibt, wenn ich in einer bestimmten Position bin. Also es ist wahrscheinlicher, dass ich meiner Sekretärin sage, was sie zu tun hat, als umgekehrt. Obwohl sie auch oft sagt, was ich zu tun habe, aber immer unter der Maßgabe, dass ich ihr erlaube, dass sie mir sagt, was ich zu tun habe. Das sind Hierarchien, die übrigens für sie gemacht ist und weniger für mich. Und dann das stellen Organisationen dann an sich selber fest, dass sie eigentlich anders als die Gesellschaft sind. Die Gesellschaften können sich deshalb nicht beschreiben. Aber Organisationen machen das permanent, durch Zweckbestimmung zum Beispiel, auch durch Werte, auch durch Ethik. Das ist eine interessante Selbstbeschreibungsform in Organisationen. Und es gibt auch eine durch Reflexionstheorien für Beratung. Das ist vielleicht eine der größten Generatoren der Selbstbeschreibung von Organisationen. Wenn man sich das mal genau anguckt, dann sind ja die kritischen Selbstbeschreibungskonjunkturen welche, die immer auf ein bestimmtes Bezugsproblem reagieren. Ich habe das mal zusammengestellt. Ab 1970 die flexible Firma. Toffler, kennen Sie noch, ne? Oder auch ab den 70er Jahren die Matrix-Organisation. Das wurde hinterher erst so richtig interessant, aber es gab schon in den 70er Jahren. Oder ab 1980 das innovative Unternehmen. Also Innovationssemantik ist unglaublich toll. Man kann ja auch gegen Innovation auch nichts sagen. Nee, Innovation, das machen wir nicht. Das ist völlig unmöglich, so eine Selbstbeschreibung irgendwie also selbst konservative Organisationen, also die katholische Kirche, würde nie sagen, wir machen keine Innovation. Auch wenn die Strukturen relativ stabil geblieben sind. Darf ich in Parenthese sagen, wir hatten mal eine Kirchenrechtlerin ins Hauptseminar eingeladen. Die hat einen der tollsten Sätze gesagt, die ich je in meinem Leben gehört habe. Die hat gesagt, Sie reden immer von Beschleunigung. Das gibt es bei uns auch. Wir haben nach 70 Jahren den katholischen Kanon erneuert. So schnell ist das noch nie gegangen. Sonst war das immer so ein Zyklus von 200 oder so. Also, auch bei 70 sind es nicht die gleichen Akteure, das muss man auch dazu sagen. Dann gibt es die, also sozusagen ab den 1990er Jahren, Sie erinnern sich, die lernende Organisation, wo man lange diskutiert hat, wer lernt eigentlich, die Organisation oder die Leute? Wer lehrt eigentlich, die Beratung oder die Organisation selber? Dann die flache Hierarchie ab 2000 ungefähr, ne? Also Hierarchie sollte es schon noch sein, aber flach. Und dann gab es die virtuelle Organisation, was ja eigentlich eine interessante Form ist, bei der man sagt, es geht um kurze Zeitlichkeiten und womöglich Organisationsformen, die auf Abwesenheit setzen. Das ist das Problem gewesen. Die Netzwerkorganisation, auch in den Nullerjahren sehr stark gewesen, soziologisch interessant. Also wir bringen ja den Leuten bei entweder Organisation oder Netzwerk. Also Organisation wäre sozusagen eine relativ klare Struktur. Netzwerk wäre eher informelle Formen der Kontaktaufnahme und Ressourcen, die man zeitlich auf Dauer stellen kann und nicht aktualisiert werden müssen permanent. Also das ist eine schöne Form. Dann gab es die kreative Organisation. Das ist sowas Ähnliches wie Innovation. Und jetzt ist sie agil. Und es gibt sogar Leute, die, ich weiß gar nicht, ob das historisch stimmt, vielleicht können Sie mir da weiterhelfen, die beziehen das Agile nicht nur auf Agilität, sondern sogar auf das Parsonsche Agilschema. Das finde ich irgendwie komisch. Habe ich gestern erst bei einem Kongress gesehen, hat ein Sozialpsychologe, Herr Brodbeck, das Agilschema rausgenommen, das ja eigentlich in der Soziologie dazu dient, relativ starke Strukturtheorien zu machen, um zu beschreiben, dass alles sich verflüssigt. Also Sie sehen, auch die Begriffe sind eigentlich beliebig. Man kann sagen, was man will. Aber ich will ja darauf hinaus, warum gibt es diese starken Selbstbeschreibungskonjunkturen? Sie müssten ja eigentlich, so wäre meine These, auf ein Bezugsproblem reagieren. Also wenn man Agilität sich anguckt, Sie kennen die Begriffspaare, ja, also iterative Prozesse versus Abarbeiten von Plänen. Die Wasserfallmetapher kommt ja gerne vor. In München natürlich beliebt, weil die nächsten Wasserfälle ganz nah sind. Oder flache Hierarchie oder Pyramide oder sowas wie, was ich sehr schön finde, Verantwortung versus Kontrolle. Woran man ja auch wiederum sehr schön sehen kann, dass solche Begriffe von ihrem Gegenteil leben. Und dann muss man sich immer vorstellen, die nicht agile Organisation oder nicht agile Form von Führung würde die eigentlich sagen, nee, Verantwortung, das machen wir nicht. Das haben wir gar nicht, wir haben nur Kontrolle. Das sind ja Sätze, die gar nicht sagbar sind, die auch übrigens empirisch Blödsinn sind. Aber mich interessiert, es ist auch nicht Quatsch, was da gemacht wird, sondern mich interessiert, was ist das Bezugsproblem? Das Bezugsproblem scheint zu sein, dass, das ist der letzte Gedanke, Organisationen in einer Gesellschaft stattfinden.
ich sollte das hier miteinander. Ich habe also der eine Zusammenhang war, das sind Inseln höherer Stabilität. Ich habe mal einen Aufsatz geschrieben, da kommt auch noch der Begriff der Rationalität und sowas vor, das lassen wir uns mal alles weg. Höherer Stabilität. Und jetzt kommt der Gedanke zu sagen, es gibt bestimmte Konjunkturen von Themen, die von außen in die Gesellschaft reinkommen. Das ist ein Thema für Ethik in Organisationen sehr stark. Das ist meistens kein selbstgewähltes Thema, sondern eins, das aus der Gesellschaft kommt. Und hier haben wir gewissermaßen das Grundproblem der Symmetrieerwartung. Wenn es etwas für unsere Kultur gibt, was wirklich prägend ist, dann ist es die Unfähigkeit, mit Asymmetrien umzugehen. Gucken Sie sich, das gibt es viele Hinweise darauf, dass es unglaublich schwer geworden ist, so etwas wie asymmetrische Beschreibungen zu machen. Also zu sagen, das hat mehr Autorität als jenes. Dies ist ein Text, den man gelesen haben muss, diesen muss man nicht unbedingt gelesen haben. Also wenn ich das bei meinen Studenten sehe und Studentinnen auch, dann würde man sagen, so ein Hegel-Text ist genauso weit weg wie einer, der gestern in der FAZ stand. Und nicht, dass ich das jetzt als alter Mann beklage und sage, das war bei uns noch ganz anders. Das war bei uns ganz anders, aber das ist nicht das Argument, ja, sondern das Argument ist gewissermaßen, dass man sich das gar nicht vorstellen kann, dass es diese Arten von Asymmetrien gibt. Die Frage, wenn Sie sich das in sehr, sehr jungen Unternehmen angucken, gerade in sehr, sagen wir mal, wenn Sie softwarenah sind, dass es Gründer von Unternehmen gibt, die erst dann Führungsstrukturen einbauen, wenn es sich überhaupt nicht mehr vermeiden lässt. Also die Gelehrten sagen, dass man so ab einer Größe von 40 geht es eigentlich gar nicht mehr ohne wirklich sowas, eine klare Form von Struktur, die man in einem Organigramm beschreiben soll. Das ist unplausibel. Und ich will das jetzt nicht in die Länge ziehen, das könnte man in vielen anderen Zusammenhängen auch noch in der modernen Kultur beschreiben. Das scheint in die Organisationen reinzukommen und deshalb scheint eine der Lösungen tatsächlich zu sein, da ist Agilität ein schönes Thema, sozusagen die Selbstanpassung im Hinblick auf die Gesellschaft, in die Organisationen etwas einzuführen, was nun noch stärker als eine Anomalie erscheint, als es vorher schon der Fall war, nämlich eine starke und starre Struktur zu haben, die ja interessanterweise Vor- und Nachteile hat. Um zur Vorsicht aufzurufen, kein Wort habe ich dazu gesagt, ob das gut oder schlecht ist. Kein Wort habe ich dazu gesagt, dass es eigentlich doch besser wäre, wenn Organisationen diese starre Struktur hätten. Also nicht, dass Sie das so missverstehen, ja, sondern die spannende Frage ist, dass wir immer schon in Organisationen, also man kann sagen, spätestens seit den 1970er Jahren die Diskussion haben, dass Organisationen darunter leiden können, wenn sie sich zu sehr in ihren Routinen einrichten. Das heißt, wenn sie noch schlimmer als Gesellschaften die Selbststabilisierung für die Realität selbst halten. Ich glaube, viele Probleme, die wir heute in der deutschen Automobilindustrie haben, hängen genau damit zusammen. Die sind übrigens alt. Erinnern Sie sich daran, woran VW fast mal zerbrochen ist? Die konnten sich nicht vorstellen, dass man Automobile auch anders als mit Boxermotoren antreiben konnte, obwohl drumherum Automobile mit Reihenmotor fuhren. Und die fuhren richtig. Das konnten die sich nicht vorstellen. Das konnten sich nicht vorstellen, weil man sich so an diese Realität gewöhnt hat, dass die Stabilität so hyperstabil wurde, dass man gegen jede Evidenz, ja, und dann kam der Golf und alles war wieder gut. Es gab zwischendurch ein paar Modelle, wissen Sie noch, 411, das ist sozusagen ein Mercedes, VW 411, das ist so ein Buckelteil, erinnert ein bisschen an den Buckel-Volvo, wo man hinten einen Boxermotor drin hatte. Und man kann sagen, es ist technisch alles falsch, was man nur falsch machen kann. Also inzwischen ist es ein Oldtimer, da muss man 15.000 Euro für bezahlen. Aber weil es so wenige davon gibt. Aber da war alles falsch technisch. Aber es war in der Logik von VW richtig. Und es ist ja kein Wunder, dass man auch damals schon darüber nachgedacht hat, dass man eine flexible Firma braucht. Das wurde eingeführt, dieser Begriff. Die flexible Firma hat den Golf hervorgebracht. Der Golf hat nichts anderes gemacht, als eine Technik, die schon da war, zu kombinieren mit etwas völlig Neuem, nämlich Vorderradantrieb, aber einen reinen Vierzylindermotor, der vorher schon 40, 50 Jahre eigentlich überall verbaut worden ist. Und das war aber eine Innovation im Hinblick auf eine Struktur, die da ist. Und das Bezugsproblem der Organisation, davon zu profitieren, dass man nicht jedes Mal auf eine Umweltveränderung reagieren muss, aber in bestimmten Situationen die Umweltveränderung so in den Laden reinholen muss, dass man gewissermaßen an sich selber erlebt, dass die Struktur, genau wie in der Gesellschaft, jeden Moment neu bestätigt wird, operativ umzubauen. Das ist die spannende Frage. Also die Organisation wird sozusagen dazu genötigt, mehr
Flexibilität will ich jetzt gar nicht als Begriff verwenden, sondern zum Beispiel mehr Augenhöhe im Hinblick auf Entscheidungsprozesse. Weniger hierarchische Ideen, nicht der angeordneten Personen, sondern der Wahrscheinlichkeit der sagbaren Sätze in die Organisation reinzuholen. Und dafür braucht man einen Beobachter, der in der Lage ist, von außen zu sehen, warum die Routine so ist, wie sie ist. Und deshalb wäre meine Antwort, da muss man natürlich noch viele, viele Sätze dazu sagen, aber für einen Vortrag müsste das reichen, wäre meine Antwort zu sagen, gibt es keine Gesellschaftsberater, aber Organisationsberatung. Die Organisation kann geändert werden. Vielleicht kann man sogar funktionalistisch so weit gehen und sagen, Organisationen gibt es nur, weil man die Gesellschaft nicht ändern kann. Und das hört sich total widersinnig an, weil wenn wir sagen, Gesellschaften verändern sich, aber die Organisationen sind so stabil, die bleiben immer gleich. Aber eigentlich ist es umgekehrt, Gesellschaften ändern sich viel weniger, als wir so denken. Also ganz schrecklich, wenn man sagen würde, die Katastrophen des 20. Jahrhunderts, Faschismus, Nationalsozialismus, Kommunismus, alles ganz schreckliche Dinge haben an der Gesellschaftsstruktur nichts verändert. Das ist für die Gesellschaftsstruktur indifferente Erscheinungen gewesen. Das ist schwer zu vermitteln, sowas zu sagen, aber ich glaube, dass es stimmt. Also Gesellschaften sind stabiler, als man denkt. Organisationen spielen Stabilität vor und können deshalb besser verändert werden als die Gesellschaft. Die Semantiken des besseren Menschen, Verantwortung, Autonomie, Individualität, widerspruchsfreie Lebensführung, Persönlichkeit sind eigentlich aus der Gesellschaft in die Organisationen hineingewandert. Wenn man sich die Semantiken der Beschreibung von Führungskräften anguckt, dann denkt man, man sei in einem protestantischen Hauptseminar bei Schleiermacher gewesen. Vielen Dank.